Hallo zu einer neuen Ausgabe von TUC Talk. Ich sitze heute mit dem Rektor vor der Mensa im Hof der Straße der Nation, wo ja vor kurzem auch die TUC Sommernacht das zweite Mal ausgiebig gefeiert wurde. Herr Strohmeier, wie gut kommen denn diese Veranstaltungsformate an? Ja, ich denke, sie kommen sehr gut an, insbesondere wenn wir besseres Wetter haben als heute. Ist ja nicht so angenehm heute hier. Bei der TUC Sommernacht war es wesentlich besser. Und ich glaube, dass die TUC Sommernacht, aber auch der TUC Tag inklusive Kinder, Uni Tag der offenen Tür und lange Nacht der Wissenschaften, diese Formate ein sehr großer Erfolg waren. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei allen ganz herzlich bedanken, die ja dazu beigetragen haben, dass diese Formate ein großer Erfolg wurden. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass wir auch im Jahr 2019 eine TUC Sommernacht erleben werden und natürlich auch einen TUC Tag. Seitdem Sie das letzte Mal bei TUC Talk waren, ist ja mittlerweile einiges an Zeit vergangen. Damals haben Sie das Ausscheiden aus der Exzellenzstrategie bedauert, aber zugleich auch betont, dass man nun den Blick nach vorn richten müsse und sich eben neue Ziele stecken sollte. Wie sieht es denn aktuell aus mit MIRT? Was kann man da erwarten? Ja, es wird definitiv weitergehen, in welcher Form auch immer. Und wir haben da auch schon relativ konkrete Vorstellungen. Wir wollen definitiv die Auslauffinanzierung der DFG im Jahr 2019 umfunktionieren in eine Überbrückungsfinanzierung und den Bundesexzellenzcluster MIRT überführen in diverse neue Forschungsgroßprojekte. Und aktuell bemühen wir uns um externe Gelder, um die starken Kompetenzen, die wir hier an der TU Chemnitz im Bundesexzellenzcluster aufgebaut haben, auch während der Überbrückungsphase in Chemnitz, an der TU Chemnitz halten zu können. Außerdem gibt es ja noch erfreuliche Nachrichten bei den anderen universitären Bereichen. Zum Beispiel im Bereich der Lehramtsausbildung darf man sich nun über 29 unbefristete Stellen freuen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dieser Entscheidung der sächsischen Staatsregierung? Ja, Sie haben es natürlich jetzt schon ein Stück weit vorweggenommen. Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Entscheidung der sächsischen Staatsregierung. Wir haben ja immer gesagt, wir sind gern bereit, die Grundschullehramtsausbildung in Chemnitz zu verstetigen, wenn der Freistaat Sachsen das Ganze finanziert und wenn das nicht zulasten bestehender Bereiche geht. Und die Entscheidung der sächsischen Staatsregierung trägt dem ganz klar Rechnung. Und an der Stelle muss man sich natürlich ganz klar bedanken bei all jenen, die direkt, möglicherweise auch indirekt zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Und wichtig für die Zukunft ist noch, dass im Rahmen der nächsten Hochschulentwicklungsplanung bzw. Zuschussvereinbarung im Freistaat Sachsen die Lehramtsstudienplätze auf das Studienplatzkontingent der TU Chemnitz aufgerechnet werden oder alternativ, dass man gänzlich auf Obergrenzen bei Studierendenzahlen im Freistaat Sachsen verzichtet. Das wäre uns natürlich noch lieber, aber das wird eine Diskussion sein, die wir in einigen Jahren zu führen haben. Ja, immer wenn Sie bei TUC Talk zu Gast sind, schaue ich ja auch immer so ein bisschen auf den Maßnahmenkatalog, den Sie vor Amtsantritt aufgestellt haben. Und mittlerweile ist ja jetzt auch schon ein Drittel Ihrer Amtszeit vorbei. Wie sieht es denn aktuell aus mit dem Maßnahmenkatalog? Konnten Sie schon viele Dinge abhaken? Ja, ich denke schon und ich glaube, dass gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr viel passiert ist. Wir haben den internen Hochschulentwicklungsplan fortgeschrieben, ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet und auch Fakultätszielvereinbarungen abgeschlossen. Die To-Do-Liste, wenn Sie so wollen, die ist allerdings bei Weitem nicht abgearbeitet. Denken Sie beispielsweise im Bereich der Lehre an die Systemakkreditierung, im Bereich der Forschung an das Forschungsinformationssystem oder im Bereich Transfer an den Forschungscampus Annaberg-Buchholz. Und ich glaube, gerade dieser Forschungscampus macht sehr gut deutlich, dass diese Liste im Laufe der Zeit angewachsen ist und auch aktuell noch wächst. Ja. Und ich denke, dass das aber auch gut so ist und ja, ich kann die Hochschulöffentlichkeit nur dazu aufrufen, weiter Ideen und Anregungen an das Rektorat heranzutragen, so dass diese Ideen oder Anregungen möglicherweise auch auf der To-Do-Liste landen und dann im zweiten Drittel oder dritten Drittel der Amtszeit erfüllt werden. Gut, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gern. Wir begrüßen in der nächsten TUC Talk-Ausgabe Professor Dr. Michael Hinz.
Er ist der Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und spricht mit uns über die Digitalisierung und das anstehende 25-jährige Fakultätsjubiläum im November. Fragen, Themen oder Gästevorschläge können Sie uns wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen. Bis zum nächsten Mal.